Mein Name ist Patrick Jaskolka, ich bin stellvertretender Chordirektor hier am Altotheater in Essen und auch Leiter des Kinderchores vom Theater. Und wir befinden uns jetzt hier gerade auf der Bühne. Wir haben heute Abend Vorstellung Hänsel und Gretel. Und die Kinder sind schon ins Haus gekommen, hatten schon eine kleine choreografische Verständigungsprobe, sind jetzt gerade sich am Umziehen, bevor es dann in die Maske geht. Gleich gibt es auch noch ein Einsingen. Die Kinder sind in der ganzen Oper beschäftigt sozusagen und dann beim großen Finale dürfen sie dann auch richtig singen. Ist auch gar nicht so einfach zu singen. Ist ein schwieriger Chorsatz, der am Ende der Oper ist. Dafür müssen wir uns auch zwischenzeitlich gut vorbereiten. Man fängt bei uns an mit 5 Jahren in der Regel bei den Altospätzchen. Da lernt man so die ersten Grundlagen vom Singen. Dann wird man befördert in der Regel zu den Altospatzen. Dann geht es wieder ein Jahr später weiter zum sogenannten Altovorchor. Da lernen die so ein gewisses Repertoire, so die gängigen Opern, die wir immer spielen. Wenn man dann eine Prüfung bestanden hat, dann kommt man in den Altokinderchor. Und der steht dann auch immer abends auf der Bühne, wenn Kinderchor gebraucht wird. Also wir haben hier immer ganz, ganz viel Spaß und es ist immer sehr farbenfroh hier. Und wer Spaß am Gesang hat, am Chorgesang und auch vor allem an Oper, an Bühne, der ist herzlich willkommen, bei uns mitzumachen. Wir nehmen Kinder ab 5 Jahre, aber auch ein Einstieg zwischendurch ist immer wieder gerne gesehen.